Wir alle kennen William Shakespeare, den berühmtesten Dichter, der je gelebt hat. Was aber, wenn ich Ihnen sagte, Shakespeare schrieb kein einziges Wort? Zehntausend Seelen lauschen alle den Worten eines einzigen Mannes, den Gedanken eines Mannes. Das ist Macht, Robert. Seit wann erobern Worte ein Königreich? Das überlasst mir. Mein Gott. Der Graf von Oxford schreibt keine Stücke. Wenn es denn sein muss, dann aber mit der nötigen Akkuratesse. Raffinesse. In meiner Welt schreibt man keine Stücke. Das machen Leute wie ihr. Glückwunsch, ihr. Ihr habt heute ein Gedicht veröffentlicht. Was? Ihr meint in einem Buch? Denk an meine Worte. Edward hat dies nicht ohne Grund getan. Worte werden am Ende bei Elizabeth obsehen. Ich brauche mehr Geld. Wie war das bitte? Falls euer Lordschaft nicht gewählt ist, sehe ich mich veranlasst, gewisse Fakten zu verbreiten. Will Shakespeare! Schwindler! Charlatan! Du kamst zu mir, Ben. Du kamst zu mir. Ihr hättet dann König sein können. Das Dumme war leider nur, dass ihr wart. Feuer! Keines eurer Gedichte oder Stücke wird je euren Namen tragen. Keines.